Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Runde Grimdorn, Alt-Enelinio und ihre Skelett sowie andere Monsterfreunde. Ach ja, ist ja gut. So. Irgendwo kommt hier gleich wieder ein netter Bosskampf und ich meine nett eher ironisch. Was ist denn hier oben los? Sag mal. So, Schnauze. Wie sieht es dann mit den Skeletten aus? Ach, das ist okay. Der Seuchendämon ist auch vorhanden. Was will man mehr? Ihr Jungs, nehmt, aber nehmt reichlich. So. Oh, das Juwel im Schlamm. Keine Ahnung, was man da sagen soll. Was übrigens echt ein cooler Move ist, ist der hier. 108% auf alle Schadenstypen, 21% kritischer Schaden, 98% Lebenskraftschaden, 98% Giftschaden und 152%, das ist halt für die Begleiter. Das macht sie natürlich deutlich stärker, muss man einfach mal so sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange braucht der? 10 Sekunden, alle 10 Sekunden kann ich den raushauen. Der ist echt hilfreich. Was habe ich dann? Ach ja, das habe ich euch, glaube ich, gar nicht gezeigt. Ich drücke mal hier Z. Das hier ist der Hauptskill. 53% auf alle Schadenstypen für die Kreaturen, 75% Säureschaden, 75% Gift, 75% Lebenskraft, 25% physischer Schaden in Lebenskraftschaden, 12% Angriffsqualität, 28%. Also auch schön nach vorne. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich kann mir das jemand verraten. Was für einen Schaden die da machen, ist das abhängig von meinem Char? Das ist jetzt die Frage, die ich nicht beantworten kann. Hier. Ja, ja, rotzt du mal alles schön raus hier. Klar, hier einmal die 4 bitte. So, die 3 ist dummerweise weg. Das mögen wir gar nicht. Und die Skelette sind auch alle weg, also bitte. Kann man nicht angehen. Das gefällt mir mal gar nicht. Der wischt ja echt mit meinem Burschen absolut den Boden auf. Kann ich nicht gutheißen. Moment einmal. Sekunde. Sag mal, hört er mal auf, mich zu verfolgen. Muss mir mal meinen Hund kläfft. Ach, hört ihr mal auf. Arschlöcher. Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Das konnte ja nicht klappen. So, die 3. Ich war nämlich noch mal an einem Menü. Aber gut, shit happens. Kann ich die 2-mal wieder haben? Ah, der hat da echt mit den Jungs den Boden aufgewischt gerade eben. Nicht gut. Ich wunderte mich nämlich schon, warum ich mich da nicht wegporten konnte. Mit der 5 ist ja diese Fähigkeit hier, die von einem der aus... Wie heißt das Ding? Brennendes Riff, bla bla bla. Also ich kann mich dadurch wegporten, was schon mal sehr geil ist. Aber man könnte... Ach, die sind schon tot. Okay. Ich habe jetzt gedacht, die leben noch. So, Burschis. Greif mal an hier, was das Zeus hält. So. Einmal die 3 bitte raus. Jetzt die 2. Erwischt er echt mit den Jungs ziemlich den Boden auf. Nochmal die 2. Wie sieht es denn so wie immer aus? Er kriegt... Scheiße, nein. Da habe ich echt so gepennt. Ich habe überhaupt gar nicht auf meinen Lebensbalken geachtet. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich war echt mehr damit beschäftigt. Ach, leck mich doch am Arsch. Das war eigenes Verschulden, dass ich da gestorben bin. Jetzt muss ich da ganz wieder hinlaufen. Das ist viel schlimmer, anstatt dass ich ein Portal setze. Das ist nämlich eine ganze Ecke Weg. Ja, das Leben ist hart und ungerecht. Okay, okay, okay. Kann ich da oben rum? Nein, kann ich nicht. Ich muss da unten rum. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, dann kann ich derweil wir dahin marschieren. Nochmal kurz, also wie gesagt, die Fragen vom letzten Mal, also
mit Mods für die Rüstung, Ringe, wie auch immer, Waffen für zusätzliche Skelette, was auch immer. Ach, scheiße. Wieso sind da noch Monster? Gut, machen wir mal so hier. So, sterbt einfach. Danke. Ich weiß nicht, ob ihr sie jetzt schon beantwortet habt. Das ist ja immer so, man produziert ja vor. Und deshalb kann ich das im Nachgang dann auch immer noch gar nicht so genau sagen. Aber wer sowas weiß, gerne reinschreiben. Auch gerne reinschreiben, ob ihr entsprechend ein Jedi Knight Let's Play oder Let's Test, je nachdem. Es kann natürlich auch sein, ist ja immer die Gefahr, dass mir ein Spiel dann nicht gefällt. Wobei ich, nach dem, was ich gesehen habe, gefiel mir das sehr, sehr gut. Aber gut, es steckt auch EA hinter, obwohl die Leute, die es programmiert haben, also Respawn Entertainment, da hatte ich wirklich bisher nur positive Erfahrungen mit deren Spielen, also Titanfall 2, ich glaube ja, fand ich die Singleplayer-Kampagne richtig gut, die hat mir richtig Spaß gemacht. Da hatte ich damals auch ein Let's Play von gemacht, war halt ein Shooter, aber eben halt, ich fand die Story cool gemacht, also wirklich nice, auch die wie soll ich sagen, die Levels waren sehr schön gemacht, also sehr unterschiedlich, sehr überraschend. Nicht so Standard reinlaufen, alles platt machen, rauslaufen. Das kann bei einem Ego-Shooter nice sein, aber sonst eher langweilig auf Dauer. Und vor allen Dingen, und das Wichtigste mit, man wird bei Star Wars nicht mit Blaster kämpfen, so wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sondern man ist immer mit seinem Schwert unterwegs. Man ist aber auch nicht der Obermächtige, da oben ist mein Totenkopf, Krummel. Man ist auch nicht der Obermächtige, der alles wegmacht. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um ihn hier. Ach, er hat noch nicht alles Leben wieder zurück. So, und jetzt muss ich aufpassen hier, dass das nicht nochmal passiert, dass er mir so eine reinwuppt. Und die vier. Ist noch nicht so weit. Jetzt die zwei. Und die drei hat er auch schon zur Geschichte gemacht. Und die vier und die fünf dahin. Die zwei. Die drei. Könntest du mal aufhören mit dem Scheiß? Geht das mal? Oh. Ich weiß nicht, wer mir da jetzt gerade eben so einen verpellt hat, aber nett war das nicht. Echt nicht. So, können wir jetzt mal. So. Und die 4 ist parat. Aua, lass das doch mal. Lustig geht anders, Freunde. Könnt ihr das Teil mal angreifen hier? Das Ding geht mir auf den Sack. Und diese Pisser auch. Oh. Was war denn nun? Wie soll ich sagen? Ich sollte vielleicht mal ein bisschen weniger schlafen, weil das war schon wieder so selten dämlich. Mich nervt gerade, dass ich die Skelette nicht befehligen kann, wo sie hingehen sollen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Warum ist das eigentlich so? Oder muss ich dem die direkt vor die Nase setzen? Oder was muss ich da machen? Vermutlich ist das so. Wenn sie sterben, einfach direkt vor die Nase setzen und hoffen, dass sie dann auf ihn einprügeln. Und ich muss schon wieder ganz hinrennen. Spaß geht anders. Das ist auch der letzte Versuch für diese Folge. Ich bin da noch relativ entspannt, um das auch mal. Das mag jetzt blöd klingen, aber wie gesagt, das Equip ist jetzt bei weitem nicht so, dass man sagen kann, es ist perfekt für das, was ich geplant habe.
Und wir sind in Ultimativ und es ist eigene Dummheit, dass ich andauernd in einer Tour verrecke. Ich nehme mir einen kleinen Schluck Kaffee, entschuldigt mein bitte. Und das ist es definitiv, es ist eigene Dummheit. Ich hätte jetzt ja auch mal eben die 9 drücken können und dann wäre da Ruhe gewesen. Wie viel habe ich eigentlich noch? Ach scheiße. 81 sollten noch eine Weile reichen. Ja, manchmal könnte ich mich dann auch selbst eigenhändig erschlagen, weil ich dann echt mit irgendwas anderem beschäftigt bin und da voll nicht drauf achte. Und dann hört man schon das Geräusch. Aber nein, einen Helstrank müssen wir nicht drücken. Das muss ja nicht sein. Ich glaube, ich rede mich gerade in Rage. Kann das sein? Naja, aufregen hilft nicht. Ich werde da gleich ein Portal vorhin setzen, dass ich nicht nochmal die ganze Strecke rennen muss. Sollte ich nochmal sterben, was ich partout nicht hoffe. Aber ausschließen will ich das auch nicht, weil der Bursche macht einem echt, also mir persönlich ein bisschen, wie ist da eigentlich, ich glaube, der macht Blutungsschaden. Wartet mal. Ja, da bin ich auch nicht, wie soll ich sagen, voll dabei. Aber gut, was willst du tun? Ist halt so. So, dann marschieren wir jetzt mal hier hin. So, ich glaube, ich sollte jetzt genau gleich das Portal setzen. Portal ist gesetzt. Ärgerlich ist, dass ich möchte bitteschön an meine... Ah, leck mich doch am Arsch. Wo ist denn der Penner jetzt hier? Da ist er ja wieder. Ah, scheiße. Wo ist eigentlich mein Grab? Oh. Wo ist mein Grab? Man weiß, da ist es doch schon dran vorbeigerannt. Wie dämlich muss man eigentlich sein? Wir haben aber auch nicht viel überlebt. Die 3 bitte. Die 2 bitte. Die 4 bitte. Die 2, ach, die 2 ist noch nicht parat. Scheißdreck. Jetzt aber. Und die 3 kannst du auch nochmal. Jetzt aber. Sieht's denn bei dir aus, Bursche? Ja, du kriegst langsam. Na. Die 4 bitte. Die 3 bitte neu. Einmal die 2. Die 4. Ach, kommt, Jungs. So. 2 bitte. Jungs, was soll denn das hier? Könnte der vielleicht mal sterben? Diese Dinger gehen mir reichlich auf den Sack, ne? Oh, gar nicht so schlau. Die schlagen uns langsam hier in die Flucht sozusagen. Alter, was? Die machen ja echt kurzen Prozess mit meinen Kumpels. So. Eieieiei. Es ist echt ganz schön, dass wir Schläge beziehen. Wenn ich mir das angucke, 5. Ach, endlich. Oh, das ist was Lilones gefallen. Was haben wir denn da? Nix, glaube ich, was uns wirklich hilft.
Würmschuppen durch Gegenstand verliehen. Die Würmschuppen schützen nicht vor Schaden. 100% Aktivierungswahrscheinlichkeit. Was ist denn das überhaupt? Steht jetzt mal gar nicht dabei, oder was? Stiefel sind das. Ja, aber da haben wir jetzt Bonus für Kreaturen drauf. Und 120 Sekunden Aufladezeit der Fähigkeit, 10.000 Schaden, Schutz vor Blutung, Elementarschaden, das ist natürlich nicht so ungeil. Ja, schreibt ihr es mal in die Kommentare, was ihr zu dem Item denkt. So, wir haben ihn auf jeden Fall geplättet, das ist schick. So soll es sein, hat jetzt einen Moment gedauert und ich bin zweimal aufgrund eigener Dummheit draufgegangen, habe ich eigentlich. Feldkommando und Herr des Todes habe ich aktiv. Das ist der Plan. Da haben wir ein Portal. So, und dann soll es das auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.